Wir kommen noch zu unserem letzten Produkt. Ein sehr wichtiges Produkt eigentlich, weil es geht um Schlösser, um die Sicherheit des Velo. Und da sage ich ganz einfach, wer dort Geld spart, der würde eigentlich gescheiter für, sagen wir, einen Kaffee ausgeben heute genau. Morgen. Genau. Wir haben die kleinen Schlösschen, die günstigen Drahtschlösschen. Tex Lock Eyelet heisst das Ganze. Genau. Und wir dürfen an dieser Stelle sagen, hat uns auch verwundert, es ist nur aus Textil gemacht. Richtig. Kein Drahtkern drin, ist nicht schwer. Mhm. Es hat ein solides U-Lock-Schloss und nachher quasi die Kette, aber wo übrigens auch schön im Cappuccino-farbig ist, wenn wir es vorher vom Kaffee hatten, ist nur aus Stoff. Und da mit dem ist das Geld wirklich auch gut investiert. Gut, ich glaube das nicht, beziehungsweise ich bin ein bisschen skeptisch. Ich entlade dich jetzt mal schnell in die Veloklinik. Ich gebe dir, was braucht ein Einbrecher, um ein Schloss zu knacken? Sagen wir mal. Hey, da fragst du mich. Sorry. Ist eine Fangfrage, hast du gemerkt. Gut, ich gebe dir 30 Sekunden. Du gehst ab in die Veloklinik, probierst das in 30 Sekunden mal zu knacken. Falls das nicht klappt, hat es den Test bestanden. Du somit verloren. Ist das gut? Das machen wir so. Danke. Gut. Also, wenn ihr Fragen habt, auch über das Schloss, dann meldet euch doch bitte schnell. Der Fridolin ist unterwegs in die Veloklinik zum Stefan. Und dort schalte ich jetzt nämlich gerade mal kurz ein und hoffe, Stefan, dass du ein bisschen ein Auge drauf hast, ob der Fridolin dort alles richtig macht. Ja, das werden wir jetzt gerade sehen. Da kommt der Fridolin. Sali, herzlich willkommen in der Veloklinik. Der Tommaso wird uns nachher ein paar Tipps geben. Aber Fridolin, wir lassen dich werken. Du hast da hinten eine riesen Wand. Schraubenzieher würde ich jetzt glaube nicht nehmen bei diesem Ding. Wahrscheinlich die Sage. 30 Sekunden hast du Zeit. Geh deine Sage holen, mach dich parat und dann testen wir das, ob er das Schloss wirklich abeinander kriegt. Weil, wenn man natürlich ganz lange braucht, dann kommt schon die Polizei. Bist du parat, Fridolin? Ich würde sagen, 30 Sekunden hast Zeit. Achtung, fertig, los! Da wird schon ein bisschen etwas ausgefranselt. 10 Sekunden sind durch. Jetzt wird die Grossmutter schon langsam wach. Jetzt werden die gröberen Sachen aufgefahren. Jetzt ist auch der Grossvater ein Dieb mit einem Hammer. 25 Sekunden, noch 5 Sekunden gibt er. Hau mal richtig drauf, Fridolin. Dann treffe ich den Tommaso. Das ist mir gleich. 30 Sekunden sind durch. Sorry, Fridolin, das war alles andere gewesen. Aber schau mal schnell, ein bisschen ausgefranst ist es. Ja, aber das ist wirklich nur der Schutz. Da ist man noch nicht viel weitergekommen. Also da hätte man durchaus noch ein paar Sekunden gebraucht, bis man da durch ist. Super Schluss, Fridolin. Du darfst behalten. Ich habe verloren.